Willkommen zum neuen Teil auf Behind Germany. Im heutigen Video geht es um den jungen Salomon, ein Ritual, was wir getestet haben. Salomon, bist du da? Salomon, bist du da? Ich habe dir Münzen für deine Sammlung mitgebracht. Die einen oder anderen werden sich wundern, ups, was ist denn hier los? Marc in einer komplett neuen Umgebung. Ja, genau, ihr seht richtig, das wird unsere neue Streaming-Ecke, die noch nicht so ganz eingerichtet ist. Also es ist noch nicht so hundertprozentig alles. Ich zeige euch mal, also da werden wir demnächst mit den Streamings dann auch starten. Ich stelle mal die Cam hier wieder hin, damit ihr mich ordentlich sehen könnt. So, mal kurz hinstellen. Also, wie gesagt, es geht um das Video, was du dir gleich anschaust. Der junge Salomon. Da ist einiges passiert, was wir euch zeigen möchten. Im Video gibt es unheimlich viele Videofehler. Nicht wundern, denn nämlich bei diesem Video, das ist ungefähr, ich glaube, Anfang des Jahres gemacht worden, hat unsere Kamera in einer Tour gesponnen. Sie ist in einer Tour ausgegangen. Wir hatten Pixel- und Bildfehler, Tonausfälle und wir haben keine Ahnung, was gewesen ist. Die Cam haben wir untersucht, an der Cam lag es nicht. Also wir wissen nicht die Ursache, deswegen haben wir das Video auch noch nie geschnitten. Ich habe mir jetzt endlich mal die Mühe gemacht, mal die Passagen mal rauszunehmen, damit ihr euch das anschaut. Normalerweise seid ihr ja von Behind You gewöhnt, so ein Übergang, ein Durchgang, aber ist bei dem Video gar nicht möglich. Deswegen werde ich euch einfach jetzt gleich dieses Video zeigen. Schau es euch an, der junge Salomon. Der junge Salomon, das ist schon eine interessante Geschichte. Beim jungen Salomon geht es um einen tragischen Todesfall. Ich lese euch jetzt einfach mal so diese Hintergrundgeschichte vor, worum es da überhaupt geht, damit ihr euch so ein bisschen mal ein Bild machen könnt, was überhaupt auf euch zukommt. So, der junge Salomon. Er starb im zarten Alter von 13 Jahren, verursacht durch einen Sturz von einer Fensterbank. Im Sommer konnte man Salomon immer auf dieser Fensterbank sitzen sehen. Er saß dort und schaute sich seine Münzsammlung an, die er über alles liebte. Warum Salomon von der Fensterbank 2 Etagen tief stürzte, weiß niemand. Man weiß nur, dass danach das Haus lange Zeit leer stand. Eine Familie, die das Haus kaufte, zog direkt nach 2 Wochen wieder aus. Eine andere Familie kaufte es und ist nach 5 Wochen wieder komplett ausgezogen. Die Leute in Illinois meiden sogar die Straßenseite, wo das Haus steht. In den hiesigen Schulen geht das Gerücht um, dass Salomon dort sein Unwesen treiben soll. Und dass er nicht aus Eigenverschulden von der Fensterbank gefallen ist. Die Kids machen es sich sogar mittlerweile zur Mutprobe, in dunklen Nächten sich in einen dunklen Raum zu setzen, um mit verschiedenen Geldstücken zu spielen und diese klimpern zu lassen. Sie rufen dabei einfach und immer wieder folgenden Satz, den wir euch gleich einfach mal zeigen wollen. Es ist irgendwie ein Ritual, was uns doch schon so ein bisschen beschäftigt hat. Wir haben uns das Ritual erstmal genau angeschaut, Lars und ich, und wollten erstmal wissen, was hat es denn damit eigentlich auf sich? Kann sowas wirklich irgendwas bewirken? Wir hatten den Ritualtext auch wirklich so auf dem Handy drauf, ne, und haben den auch vom Handy dann abgelesen und haben uns das Ganze angeschaut und haben dann einfach mal alte Münzen getestet. Du klimperst am besten mit den Münzen, weil man muss nämlich in dem Ritual mit den Münzen klimpern. Genau. Auf dem Ouija-Brett, was vielleicht nicht ganz so eine coole Idee gewesen ist, und haben einfach mal probiert, was passiert denn bei dem jungen Salomon. Salomon, bist du da? Ich habe dir was mitgebracht. Na, verarsch mich nicht. Nein. Okay, also noch kurz. Das ist, okay. Das ist ein Licht, was angeht, wenn Präsenz anwesend ist. Also, wenn etwas anwesend ist. Und das ist halt jetzt gerade passiert. Also was auf jeden Fall gewesen ist, wir hatten etliche Zeichen im Raum. Etliche. Ich zeige euch jetzt mal die besten Szenen des Rituals der junge Salomon. Nicht wundern über die Schnitte. Geht nicht anders, weil etliche Sequenzen gefehlt haben oder gar keinen Ton hatten oder nicht sichtbar gesehen sind, weil irgendwelche schwarzen Szenen aufgenommen worden sind. Dafür wieder Ton. Guckst dir einfach jetzt mal in Ruhe an, das, was an dem Abend passiert ist, wo wir das Ritual des jungen Salomons gemacht haben. Haut rein, euer Marc. So, wir haben jetzt hier schon, ich drehe mal das Ganze, schon unsere Münzstücke bereitgelegt. Machst du mal vorne das Licht aus.
So, dann werden wir uns jetzt mal das Ganze, jetzt haben wir ein bisschen dunkler, jetzt sitzt ein bisschen knuffiger hier das Ganze. Okay, auf geht's. Du bist bereit? Jo. Du sprich mir du einfach am besten einfach. Du klimperst am besten mit den Münzen, weil man muss nämlich in dem Ritual mit den Münzen klimpern. Genau. Okay. Und ich spreche das vor und du sprichst das einfach nach. So. Salomon, bist du da? Salomon, bist du da? Ich habe dir Münzen für deine Sammlung mitgebracht. Ich habe dir Münzen für deine Sammlung mitgebracht. Wenn du sie haben möchtest, musst du dich schon zeigen. Wenn du sie haben möchtest, musst du dich schon zeigen. Wenn nicht, nehme ich diese Münzen wieder mit. Wenn nicht, nehme ich diese Münzen einfach wieder mit. Oder traust du dich etwa nicht, Salomon? Oder traust du dich etwa nicht, Salomon? Wie man ihn ruft, den guten Salomon. Klimper du mal ein bisschen weiter einfach. Okay. Okay. So, da unten ist auch noch eine Münze. Ja, ist natürlich super, wenn man sowas auf dem Witcher-Mod macht. Ja, ich hab's auch gedacht. So. Salomon, bist du da? Ich habe dir was mitgebracht. Na, verarsch mich nicht. Nein. Okay, also noch kurz. Das ist, okay. Das ist ein Licht, was angeht, wenn Präsenz anwesend ist. Also, wenn etwas anwesend ist. Und das ist halt jetzt gerade passiert. Was sagst du dazu? Jetzt ein bisschen sprachlos gerade. Ja. Also du hast das Ritual nicht mehr fertig. Salomon, bist du da? Ich war mich gerade ein bisschen sprachlos. Ja, ich... Hammer. Lass mal, ich spreche nochmal. Salomon, bist du da? Ich habe die Münzen für deine Sammlung mitgebracht. Das war gerade ein bisschen unheimlich, Alter. Nochmal. Salomon, bist du da? Ich habe die Münzen für deine Sammlung mitgebracht. Wenn du sie haben möchtest, musst du dich schon zeigen. Wenn nicht, nehme ich die Münzen wieder mit. Oder traust du dich etwa nicht, Salomon? Wenn du da bist, gib uns ein Zeichen. Die Gelsen flackern gut. Mach nochmal auf dem Witcher-Brett, das hat am besten funktioniert. Noch mal lesen. Salomon, bist du da? Sorry. 100%. Spreche in dieses Gerät deinen Namen. Oh, Alter. Leute, das können wir jetzt nicht faken. Es ist kein Martin hinten dran. Es ist auch kein Stecker sonst wie. Da kannst du ja rumgehen. Oh, er kann nicht packen. Es ist. Warte. Es ist nicht normal, Leute. Weißt du, was das Verrückte ist, Lars? Ich lache ja jetzt gerade über die Situation. Aber weil die so skurril ist. Gib mal her, bitte. So, Leute. Hier unten ist der Stecker. Da oben ist die Lampe. Und bist du da? Ich habe dir was mitgebracht. Salomon, bist du da? Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich habe nasse Hände, ne? Ich habe quietschnasse Hände, Alter. Krass, krass, mega krass. Ich habe quietschnasse Hände. Mega fucking krass. Alter. Ich bin quietschnass. Krass.
Ihr habt zwar jetzt im Grunde jetzt auch uns irgendwo lachen gehört, ne? Also dass wir irgendwo das so ein bisschen mit so Humor sehen. Das ist einfach, ich glaube einfach, weil das gerade ein bisschen uns überfordert. Ja. Also das überfordert uns einfach letzten Endes absolut gerade. Wenn du da bist, Salomon, kannst du hier auf dieses EVP mit uns Kontakt aufnehmen. Du kannst hier auf dieses EVP in der Hand vom Lars drauf sprechen und kannst Kontakt mit uns aufnehmen. Salomon, bist du da? Ach, warte. Salomon, bist du da? Du bist mit Ängsten danach in hiesigen Psychiatrien eingewiesen worden sein. Aber das war einfach, weil wir das nicht so ganz verkraftet haben, glaube ich. Ganz heftig. In dem Sinne. Haut rein. Sprachlos gerade. Haut rein, Show. Am besten besser einfach mal nicht probieren. Das ist, glaube ich, der Beste, denke ich.